KF Konzept Reisestativ. Verpackt ist das Ganze in einer gefütterten Tasche, die manch groben Schlag abhält. Das Stativ selbst ist zusammengelegt sehr klein und handlich. Mit seinem Gewicht unter 1,5 Kilo ist es damit sehr einfach zu transportieren und trotzdem steckt Großes in ihm. Da wäre zuerst die Einstellung der Beine. Mit einem Rastmechanismus, welcher in drei Positionen hält, ist ein sicherer Stand gewährleistet. Der geht nicht ungewollt auf. Das ganze Stativ ist aus Metall und keinem billigen Plastik. Nach jetzt einer Woche im Einsatz meine ich durchaus in der Klasse der Rolei-Produkte, wenn nicht sogar identisch. Genial ist auch der Kugelkopf, der mitgeliefert wird. Unten hat dieser eine Skala für Panoramaaufnahmen. So kann man schön gleichmäßig Aufnahmen machen. Wie alles lässt sich auch dieser mit einem Drehrad fixieren. Und geöffnet ist er auch nicht einfach lose, sondern bewegt sich sehr gedämpft. Nach dem Festziehen ist er wirklich fest. Dann der Kugelkopf an sich, mit dem man die Kamera immer schön am Horizont ausrichten kann. Und er kann eine 90-Grad-Kippung zur Seite machen. Zusätzlich hat dieser eine Libelle. Zuletzt die Schnellwechselplatte. Ist nur eine dabei, gibt es aber auch nachzukaufen, ist kompatibel mit anderen Anbietern. Die Kamera fällt auch hier nicht gleich raus, sondern lässt sich erst noch leicht justieren. Die viergliedrigen Beine lassen sich schnell und sicher dank der Drehverschlüsse aus- und einfahren. Ohne den Glaubenskrieg zwischen den Dreh- und Schnappverschlüssen zu befeuern, KF Concept hat beide Versionen im Programm. Und mit Kamera drauf sieht das Ganze dann so aus. Die Tasche kann man als Schwerpunkt und zur Stabilisierung mit ein paar Steinen aus der Umgebung an einem Haken zwischen den Beinen hängen. Die Mittelstange lässt sich dann auch nochmal ausfahren, was ich aber nicht zur Langzeitbelichtung machen würde. Da ist es dann etwas wackelig in dieser Achse. Voll ausgefahren ist der Kamerafuß bei ca. 1,30 und lässt sich auf ca. 1 Meter runterstellen, wenn man die Beine voll ausgefahren lässt. Wer Makrofotografie von oben machen möchte, muss dazu den Haken rausschrauben und dann den Gumminöppel abmachen. Dann lässt sich die Mittelstange drehen. Und nach dem Einsetzen kann man die Kamera über Kopf einsetzen und ganz nah rangehen. Mein Fazit: geiles Teil.